Paul, kannst du mich hören? Martin, ich kann dich hören, ja. Sehr gut. Die letzten Kaffees werden gerade noch gemacht, ne? Ja, lasst euch Zeit. Herzlich willkommen beim Atlassian Enterprise Club 2018, sozusagen der ersten Collaboration-Ausgabe. Ich freue mich sehr, dass heute so viele unserer wichtigsten Kunden da sind. Ich will erstmal starten und der Jimena einen riesen Dank sagen. Also es gab sozusagen eine Mitarbeiterin bei uns, die für mich mit einem Team von ganz vielen anderen Mitarbeitern dafür gesorgt hat, dass ich mag Events eigentlich nicht. Da vergeht viel Zeit. Manchmal hört man einen Vortrag, den man nicht hören wollte und denkt, Mensch, in der Zeit hätte ich ein paar E-Mails bearbeiten können oder ein Angebot für einen Kunden schreiben können. Und heute ist sozusagen einer der ersten Momente, in dem ich mich richtig auf dieses Event heute gefreut habe, weil so unglaublich viele für uns wirklich wichtige Kunden hier sind. Und vielen herzlichen Dank, dass Sie Zeit auf sich genommen haben, dass Sie die Anreisezeit auf sich nehmen. Und ich hoffe, dass wir mit den Sprechern heute und auch mit dem sozusagen interaktiveren Teil am Nachmittag dafür sorgen können, dass Sie später am Ende des Tages Events ein bisschen mehr mögen als heute Morgen und es Ihnen so ein bisschen wie mir geht. Das wäre ein Ziel, das ich habe. Schön, dass Sie da sind. Es gibt unheimlich viele Housekeeping-Sachen, die wir noch zu sagen haben. Eine Sache, darf ich übernehmen. Genau. Also der Paul muss den ganzen, alles, was der Koot vergisst, muss der Paul dann aufgreifen. Eine Sache, die ich gerne noch rausgreifen möchte, die nicht so richtig in der Agenda vorkommt, sind, wir haben zum ersten Mal User-Tests dieses Jahr. Wir haben gestern schon einen Tag gehabt. Können wir ganz kurz mal aufstehen, wer gestern schon hier war und uns bei dem ENB-Workshop geholfen hat? Enterprise News Publishing war da genau, das Thema, genau. Ja. Und da ging es darum, wie können wir haben ein Produkt rausgenommen, dieses Produkt besser machen. Es war auch für mich eine Novität, das erste Mal eine Veranstaltung, sozusagen komplett ohne Sales, ohne Marketingansatz. Also wir lernen von Ihnen, war super spannend für mich. Und wir haben sozusagen das User-Testing nach heute gerettet. In diesem Raum, den Sie da von Ihnen aus rechts, von mir aus links sehen, sitzt die Laila, hoffe ich, oder sie ist irgendwo anders, genau. Und es wäre ganz super, wenn sich der ein oder andere später bei ihm einfindet, damit wir noch mehr über unsere Produkte, wie wir die besser machen können, lernen können. Sie können auch lernen, wie man professionell User-Tests durchführt. Ist auch ganz spannend, finde ich zumindest. Also der Herr Prieber hat mir auch schon gesagt, dass er das interessant fand. Und wir haben eine ziemlich volle Agenda. Und ich habe sozusagen schon vermutlich die Hälfte der Zeit ist aufgebraucht. Überhaupt kein Thema. Wir freuen uns über Tweets unter dem Hashtag AEC18 steht zum Beispiel hinter dem Björn da hinten an der Wand auch oder hier vorne. Wir haben auch hier noch Plätze, wenn da hinten jemand nicht mehr stehen will, kommt einfach hier vor. Wer war denn schon mal bei einem AEC dabei, bei so einer Veranstaltung hier? Kann ich mal ein paar Hände sehen? Haben wir das letzte Mal schon Livestreaming gehabt? Ich glaube nicht, ja? Also seit einigen, das ist immer blöd, aber der Peter hat sozusagen die Technologie zu uns gebracht und wir können jetzt auch, herzlich willkommen im Internet, livestreamen. Wer sozusagen hier vorne sitzt, der hat vielleicht noch einen halben Kopf drauf. Also auch hier wieder die billigen Plätze rechts ans Herz gelegt. Wenn Sie eine Frage stellen, wäre es super, wenn Sie warten, bis der Paul und ich mit dem Mikro da sind, damit später auf der Aufnahme man hören kann, was wurde eigentlich gefragt. Ich weiß, das ist ein bisschen komisch und so, aber selbst mit lauter Stimme funktioniert das nicht so ganz im Raum dann, das verliert sich ein bisschen. Insofern bitte auch dann kurz warten. Also das ist, glaube ich, die einzige Sache, die so ein bisschen komisch ist. Wenn Sie eine Frage stellen wollen, warten Sie kurz, bis das Mikro da ist. Sprechen Sie bitte in das Mikro rein und dann werden wir dann die Fragen auch beantworten. Also Livestreaming gibt's. Wer nicht drauf sein will, setzt sich weiter rechts oder links hinten rein. Wir haben nur diesen Bereich, sonst sind alle geschützt und GDPR-compliant. Genau. Gut, ja, wer tweeten will, wer bei Facebook teilen will und dafür unseren Hashtag nutzt, der braucht vielleicht auch ein Wi-Fi und natürlich gibt es auch das. Also wir haben hier vorne so ein paar Aufsteller, wo das draufsteht. Nehmt einfach das Cybert Media Wi-Fi, wählt ihr aus und dann kleingeschrieben jeweils mit Bindestrich Tools for Agile Teams.
dann könnt ihr euch hier ins Wi-Fi einloggen. Wahrscheinlich haben wir demnächst lauter Leute aus dem Fitnessstudio oben, die das jetzt auch gesehen haben und die dann auch unser WLAN nutzen, aber okay, das nehmen wir mal in Kauf. Ne? Also WLAN ist verfügbar, ansonsten einfach nochmal fragen. Wir haben natürlich hier so Cybermedia-Shirts an, Polo-Shirts, einfach an uns wenden, wenn solche Fragen aufkommen sollten. Ich habe noch eine ganze Latte von Housekeeping-Dingen. Verpflegung haben wir natürlich für euch sichergestellt. Vielen Dank wieder an Kaufmanns Café, eine Rösterei hier aus Wiesbaden auch, die wieder am Start sind bei uns, um euch einen hervorragenden Kaffee zu bieten. Perfekt, Einlage, ja, genau. Der Kaffee läuft, ja, die Mühle läuft, sehr gut. Genau, wir haben hier eine ganze Reihe von Kühlschränken auch. Also es gibt nicht nur die Getränkeflaschen, die hier sind, sondern einfach mal hier links gucken in der Küche oder auch durchgehen. Da sind haufenweise Getränke, unterschiedlichste Getränke, die zur Verfügung stehen. Da einfach wie zu Hause fühlen. Das ist generell hier auf dieser Etage so. Fühlt euch zu Hause. Seid natürlich auch so ordentlich, wie ihr es zu Hause seid. Aber einfach dort auch gerne auf die Kühlschränke zugehen. Und genau, auch genauso wird neben dem Frühstück, das jetzt schon da steht, wo ihr euch sehr gerne bedienen könnt, später ein Mittagessen geben. Das werden wir dann hier draußen servieren. Toiletten haben wir einmal hier, ja, weil gerade in den Übergangszeiten kann es mal vorkommen, dass vielleicht auch ein kleiner Stau entsteht. Dann also einmal hier auf der Seite und dann im Gang, dort wo die Garderobe ist. Dort gibt es ebenfalls nochmal Toiletten. Dann könnt ihr einfach entsprechend vorgehen. Beim Sprecher, sehr coole Sprecher, bei denen man inzwischen lange vorher anfragen muss. Und ich freue mich sehr, dass der Lars Vollmer heute hier ist. Aus meiner Sicht sozusagen mehr oder weniger der Papst dessen, was wir versuchen, mit Software in Unternehmen zu bringen. Viele von Ihnen, und das mag jetzt so ein bisschen bösartig oder aggressiv klingen, nutzen Tools, um kulturelle Veränderungen im Verhalten, Veränderungen der Zusammenarbeit in ihren Teams zu bewirken. Das ist ein bisschen schwierig. Der Lars kann uns da bestimmt auch in seinem Vortrag noch ein bisschen darauf hinweisen, dass es eigentlich sozusagen meistens im Kopf anfängt und dann hilft einem der Hammer dabei, dann den Nagel dann auch wirklich ins Brett zu kriegen oder wie auch immer. Auch ganz häufig reden wir mit Kunden darüber, warum man eigentlich diese Software anwendet. Also es geht ganz häufig gar nicht so sehr darum, wie kriege ich denn das jetzt in diesem Confluence oder in diesem Jira hin, die Aufgabe zu erledigen, also das, was eigentlich ja so Software-Training oder sowas sein sollte, sondern wie kriege ich denn das hin, dass meine anderen Jungs im Unternehmen das jetzt auch raffen, dass die da auch mitmachen, dass die mit mir wirklich zusammenarbeiten, dass wir diese Transparenz leben, dass wir dafür sorgen, dass tatsächlich echte Zusammenarbeit auf Augenhöhe entsteht. Und das geht weit über Zusammenarbeit hinaus. Sie müssten auf Ihrem Platz ein Buch gefunden haben. Wer hat denn so ein Buch gefunden? Ich meine, ein paar. Andersrum muss ich fragen. Wer hat denn kein Buch bekommen? Oh, wow. Das sind ja eine ganze Menge. Da haben wir noch was zu tun. Wir haben eine ganze Kiste bekommen und ich behaupte, wir haben für jeden noch ein Buch. Und wir werden irgendwie es während der Veranstaltung noch hinkriegen, dass Sie, wenn Sie eins haben wollen, und Sie wollen eins haben, Sie noch eins kriegen können. Wir haben übrigens auch eine kleinere Zahl von Büchern, die Lars vorher geschrieben hat. Also er wird heute insbesondere aus seinem neuesten Buch auch erzählen. Wir haben dort aber auch noch andere Ausgaben, da könnt ihr euch ich auch... Ich weiß sogar, dass er über was reden will, was er noch sozusagen noch gar nicht veröffentlicht hat. Okay, also das ist der Lars. Dann haben wir die Anna-Maria noch da. Die sind alle hinten, die kommen dann später vor. Oder ihr könnt auch vorkommen, wie ihr wollt. Von Atlassian, die uns ein bisschen... was darüber erzählen wird, wie Atlassian für große Unternehmen die eigene Produktstrategie ausrichtet, was sie da machen. Da gibt es ja, wir auch in den vergangenen Veranstaltungen schon drüber gesprochen, inzwischen eine ganze Reihe von unterschiedlichen Richtungen, in die das Unternehmen wächst. Und gerade in diesem Enterprise-Bereich ist die Anna-Maria tätig. Sie ist Enterprise Advocate. Insofern passt es perfekt natürlich zum Atlassian Enterprise Club auch. Ja. Dann haben wir den Eckhard Böhme da, ist der auch hier rechts? Eckhard ist da, ja. Oh, den Eckhard, den genau. Kann man sehen, ja. Der Eckhard ist da hinten, der erzählt uns, für mich war das augenöffnend, wie man diese Persona-Geschichte aus dem Marketing sozusagen ad acta legt und durch ein neues, besseres Konzept, Jobs to be Done, ersetzt. Ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber wir zumindest haben das richtig lieb gewonnen und irgendeiner unserer Mitarbeiter sagte mir vor ein paar Tagen, der taucht ja jetzt überall bei euch auf. Ja, also er macht da ganz viele interne Veranstaltungen, macht Workshops mit denen, dann ist der auf der Atlassian User Group und dann ist der auf der Agile User Group
und dann macht er nochmal eine interne Veranstaltung und dann erzählt er jetzt was auf dem ARC. Hier ist es mir tatsächlich sehr wichtig, weil ich glaube, dass Ihnen, unseren Kunden, denen, mit denen wir gemeinsam auch Geld verdienen, das sehr viel bringen kann, sozusagen auf eine andere Art und Weise über das, was wir gemeinsam machen, nachzudenken. Ich freue mich schon auf den Vortrag. Ja, und heute ist das Thema von Eckhard auch zugespitzt auf unser Intranet-Thema. Das heißt, wir haben selbst in den Projekten immer wieder gesehen, dass es ganz unterschiedliche Jobs gibt, die so ein Intranet erfüllen soll. Und dadurch verlieren wir uns manchmal auch in den Diskussionen. Und es soll euch letztendlich helfen, dann für euch im Unternehmen zu klären, was für Jobs soll denn dort das Intranet letztendlich auch erfüllen. Insofern ist es heute spezifisch auch diese Jobs-to-be-done-Theorie auf das Thema des Tages gemünzt. Irgendwann ist ein Mitarbeiter von uns zu einem Kunden von uns gewechselt. Und dann haben die uns eingeladen und dann sagte dieser Mitarbeiter, also dieser ehemalige Mitarbeiter, ja, aber lass den Seibert, also er meinte mich, zu Hause, der kann nicht zuhören. Und nein, ich, Dominik. Aber wir können das auch mit. Das war der Jens Niemann. Jens, falls du das sehen solltest. Aber der Dominik hätte das auch sagen können. Das ist richtig, ja. Herzlich willkommen, Dominik. Bruder, also ich freue mich sehr darüber, dass wir da so gute Beziehungen auch zu ehemaligen Mitarbeitern noch haben. Und wenn es Ihnen wie mir geht, dass Sie nicht zuhören können, dann wird der erste Teil des heutigen Tages ein bisschen anstrengend für Sie. So wie für mich. Im zweiten Teil haben wir einen Marktplatz mit einer Themenwerkstatt. Das ist für Leute wie mich super cool, weil man da nämlich selber sagen kann, ich will über das Thema sprechen. Und man kann das auch theoretisch selber sozusagen mit einbringen, was für einen wichtige Fragen sind. Und das geht am Anfang, wenn man so eine Agenda sieht, immer unter. Und für mich ist das ein sehr wichtiger Teil von solchen Veranstaltungen, dass unsere Kunden, Sie, die Möglichkeit haben, ihre eigenen Painpoints, ihre Schmerzpunkte, ihre Herausforderungen einzubringen und wir auch im Unternehmen mit den Erfahrungen, die wir mit anderen Kunden gesammelt haben, versuchen, ihnen genau dabei zu helfen. Insofern gehen Sie nicht, wenn der letzte Vortrag gegangen ist, dann fängt es erst richtig an. Genau, dafür haben wir hier vorne auch schon ein Board und werden das Vorgehen dann später auch nochmal besprechen, aber dieses Board werden wir dann jedenfalls mit haufenweise spannenden Themen füllen. Ich habe noch 2-3 Minuten, die ich. Wir haben noch 7 Minuten Zeit, ja? Mit, ja, dann werden es 7 Minuten. Ich habe noch sozusagen einen Werbeblock, den ich Ihnen einreiben muss. Also jetzt, ich weiß nicht genau, wer das so kann. Ich kann immer ganz schwer nicht zuhören, wenn Leute sprechen. Ich hoffe, das geht Ihnen auch so. Das ist jetzt rein werblich. Ich hätte gerne, dass Sie an einem User-Test teilnehmen, weil uns das für unser Produkt was bringt. Da haben Sie auch ein Interesse dran, zumindest wenn Sie die Produkte benutzen. Ich hätte gerne, dass Sie sich da hinten den Linchpin Touch anschauen. Das ist eine coole Low-Cost-Variante, mit der wir unser Linchpin Intranet on-premise, also in das Unternehmen zum Anfassen kriegen. Also wenn Sie eine Cafeteria haben, wo die Leute Kaffee trinken, wenn Sie Mittagessen in einem Betriebsrestaurant ausgeben, wenn Sie Mitarbeiter haben, die keinen eigenen Computerarbeitsplatz haben, sondern auf zum Beispiel in einer Werkshalle arbeiten, dann sollten Sie sich unbedingt mal diese Touchgeräte angucken. Linchpin Touch gibt es schon relativ lange. Wir haben am Anfang das große Problem gehabt, dass die Kunden sich selber die Touchgeräte ausgesucht haben. Die haben sich lauter Mercedes ausgesucht, mal 100, gab es sozusagen riesengroße Budgets. Dann hat der Vorstand gesagt, ja, netter Versuch, machen wir auf keinen Fall, viel zu teuer. Dieses Teil, vielleicht können Sie mir da hinten mal helfen, das umzudrehen, besteht aus einem Lenovo Touchscreen und hinten, nee, so von hinten wollen wir es sehen. Genau. Und da ist nur so ein Minicomputer hinten dran. Insgesamt kostet das 900 Euro. Wir haben ziemlich lange probiert. Billiger geht's nicht. Also, es sei denn, da haben Sie ja keinen Touchscreen mehr, sondern nur so einen billigen Monitor. Auf das können Sie draufdrücken, das Touch-Device ist gut. Und ich würde mich freuen, wenn Sie da mal draufdrücken in der Pause und mir dann später sagen, ja, ist cool, fühlt sich gut an oder ist doof. Und vielleicht kaufen Sie das Softwareprodukt später auch noch. Das ist der eigentliche Werbeteil. Dann haben wir neu sozusagen im Portfolio von Cybert Media Stepshot. Das ist ein Confluence-basiertes Produkt, mit dem man Schrittfolgen, Step-by-Step-Guides sehr schön aufzeichnen und dokumentieren kann. Ist im Atlassian Marketplace verfügbar, kann man kostenfrei ausprobieren. Wer viel mit Prozessdokumentation, viel mit Software-Dokumentation zu tun hat, der sollte sich Stepshot mal anschauen. Wir haben seit einem Jahr, bin ich schon bei 2 Minuten? Oder? Mindestens, ja. Seit einem Jahr die
mit Abstand größte Investition, die Sabbat Media jede getätigt hat, gestartet, und zwar mit Linchpin Mobile. Wer hat noch nichts von Linchpin Mobile gehört bis jetzt? Das ist böse, schlecht, das ist unser Marketing, okay? Also wir haben für unsere Internetlösung Linchpin eine mobile Lösung gebaut, die sehr gut dazu passt. Atlassian hat jetzt seit kurzem auch eine App rausgebracht und diese Linchpin Mobile App ergänzt sozusagen dieses Internet sehr stark. Wenn Sie heute schon Linchpin einsetzen und mit dem Gedanken spielen, dann schauen Sie sich doch mal Linchpin Mobile an. Das können Sie, wenn Sie, wie ich, nicht zuhören können, machen, während die Leute vortragen. Ja? Gehen Sie einfach ins App Store, laden das runter und dann säuselt der Lars so ein bisschen wie im Radio nebenbei, können Sie sozusagen ein Werbeprodukt ausprobieren. Geht auch ohne Login, super. Das sind die Sachen, die mir direkt einfallen. Ich habe bestimmt noch, wir haben ein externes Produkt gebaut, Space Privacy, sehr erfolgreich, sollten Sie sich angucken. Und es gibt noch bestimmt 15 Sachen andere, bei denen Mitarbeiter, die sich das jetzt anschauen, denken, das müsstet ihr doch eigentlich sagen. Folgen Sie unserem Blog, abonnieren Sie uns und Werbeblog Ende. Dankeschön. Genau. Ja, wenn... Gerne, Applaus. Wenn bestimmte Fragen sind zu einzelnen Komponenten von Linchpin beispielsweise, dann haben wir hier auch die Produktverantwortlichen für diese entsprechenden Komponenten. Insofern einfach mal auf einen von uns zukommen, das kurz klären. Wir werden später auch beim Open Space, also über dieser Themenwerkstatt, die ein oder andere Session zu den Themen beisteuern. Dann können wir aber gerne einen Kontakt herstellen. Also wenn da Interesse ist, einfach kurz melden. Und damit übergeben wir mal die Stage an den Lars, ne? Lars Vollmer, du hast ihn schon angekündigt. Professor Dr. Lars Vollmer. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Und die haben wir dir ja auch gelassen. Ja, insofern eine Minute früher. Ja, die braucht man auch für den Titel. Ne? Wer von euch kennt das Intrinsify.me-Netzwerk? Das ist das größte Netzwerk im deutschsprachigen Raum für New Work. Ja, wir sind natürlich auch Förderer der neuen Wirtschaft und unterstützen die Aktivitäten dort. Das heißt, neue Arbeitswelten sollen in die Welt hinausgetragen werden. Und genau zu dem Thema wird der Lars uns heute wieder einen Input geben. Bin ich schon gespannt. Vielen Dank. Danke euch.